Ja, hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Zuschauerbattle. Diesmal spielen wir gegen den Nils im Einzelkampf. Und ich mache kurz die Kamera weg, um zu schauen, was er hat. Ist zwar mega fein, ne, das neue Ding jetzt, dass man das so sieht. Ich könnte so auch. Aber es wäre mir lieber gewesen auf der anderen Seite. So, jo, ne. Mit was leaden wir? Wir haben Goldi gar nicht dabei. Oh, und Mimikma hat immer noch nicht sein Item. Ich leade einfach mal mit Mimikma. Ich habe nämlich Mimikma auf Pokémon Home getan und auf einen anderen Account für das Focus-Sparing-Video und habe ganz vergessen, dass auf Pokémon Home ja keine Items geben. Jetzt wurde Mimikma das Item weggenommen. Ja, und ich habe es vergessen, ihm es wiederzugeben. Naja, vielleicht schaffe ich es ja beim nächsten Battle. Oder dann beim 20. Oh, nicer Charakter, alles in grün, schräg, aber gefällt mir. Und wir haben erstmal, habe ich jetzt bemerkt, es gibt jetzt den Zerfora und den Maestrich-Sound bei den Battles. Maestrich weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert, aber der Zerfora-Sound, ich liebe den. Mir gefällt der so übelst, ich fand den schon in der Story geil, oder in der Story, am Anfang der Story, ich bin ja noch nicht weit. Ich finde den Sound so geil. Mega cool. Oh, der ist schneller wie ich. Jo, nicht so fein. Puh, boah, der wird... Boah, ich bekomme direkt Angst von der Attacke, Mann. Oh mein Gott, der wird mich wegsnacken. Ach du Scheiße, der hittet mehrmals. Und durchs erste Mal hitten wurde mein Kostümspuck weg und dann... Okay, das... Ja, ne, ich habe selber noch nie mit ihm gespielt. Okay, krass. Na, gut zu wissen, dass mein Mimikma also nicht gut ist gegen den. Ich brauche was Tankiges. Was hat denn der... Dieser Floor. Wir nehmen dieser Floor. Frage ist, ob es was bringt, Sonnenstrahl. Ja, okay, es wegen, schon nur wegen Solarstrahl bringt es was. Dann würde ich erst Sonntag machen und dann schlafen. Aber ob ich dann schneller bin, ich glaube nicht, dass ich dann wegen dem schneller bin. Ich mache erst Schlafpuder, dann machen wir einen Sonntag. Nein! Und dann den Solarstrahl. Anscheinend hat er Angst vor meinem BC, ne? In meiner peitschenden Weide. Ja, und ich habe ein bisschen Angst von dem Teil. Oh, was haben wir? Wir könnten auf Halki auswechseln. Achso, hoi. Was ist denn der Käfer und was noch dann, wenn Gestein nicht sehr effektiv ist auch? Was hat denn der? Keine Ahnung. Was der schon wieder für ein Typ hat. Ach, shit. Ja, wir müssen auswechseln, ne? Wirkungslos und nicht sehr effektiv. Mal einfach auf Lapras gehen. Lapras ist halt auch so das Ding für alles. Ja, ich gehe auf Lapras. Komm, da ist es auch nicht so schlimm, dass ich auswechsle. Meine Maschumai, who knows, was der für Attacken hat. Das ist eine Flugattacke. Wahrscheinlich. Käferflug hat der. Puh, ja, irgendwie lose ich hier gerade recht ab, ne? Wieso mache ich da so viel Schaden? Soll ich überhaupt jetzt in die Dynamax oder mit jemand anders Dynamaxen, wenn sie eh schon so wenig hat? Aber das ist vielleicht ihre einzige Rettung. Ja, komm. Ne, wir machen es wie immer. Lapras geht einfach in die Dyna. Ach, krass. Macht der Schaden? Wieso? Hat er vielleicht irgendein Item oder so? Den Schaden nochmal pusht. Verwahlschal oder so. Der wird mich trotzdem wahrscheinlich killen. Ach du Scheiße.
Doppelflügel wieder. Ne, jetzt macht es um einiges weniger. Aber natürlich, ne? Oh, shit. Ja, mein Mascho wäre One-Hit weg gewesen. Schade, schade. Mit E, ne? Deiner Wall aber bringt mir halt an sich auch nichts. Eine Giga-Melodie ist die Frage, ob wir damit killen. Ich glaub's halt nicht. Yes, er hat verfehlt! Oh my goodness, er hat verfehlt! Oh, was für ein Lack! Das wäre wahrscheinlich mein Tod gewesen, ne? Wir haben immer noch dieser Fleur für sein Volusa oder wie auch immer man das Teil ausspricht. Midnight. Oh, ein Scheinerich. Ein Unlichtscheinerich. Ich hätte halt schon gerne Giga Melodie gespielt, aber gut, wir machen nochmal deine Flut. Ah, ja. Wir machen gar nichts mehr. Jo, krass. Gehen wir jetzt aber mit dem Halbki rein, ne? Obwohl ich schon sagen muss, also ich persönlich finde den Unlichts-Volvarok cooler als Nicht-Shiny. Ich finde die generell irgendwie cooler als Nicht-Shiny. Aber, ne, ist Geschmackssache. Von den Farben her einfach. Ne, er ruft's zurück. Kubuin. Oh, oh. Ach so, der wieder. Oh, jetzt dachte ich zuerst Kubuin. Oh, das hat aber gezimmert. Und er wurde verwirrt. Dann gehe ich jetzt auf dieser Floor oder riskiere ich jetzt? Ich riskiere es jetzt, ne? Dass ich überlebe oder dass er verwirrt wird. Ist. Nein, er greift an. Schade. Okay, komm schon. Oh Gott, die Attacke schaut schon so böse aus, Mann. Ja. Volltreffer. Nee, no, nee. Ich hätte es noch so überleben können. Vor allem dreimal Volltreffer. Die Frage ist, wenn ich jetzt auf BC... Ah, ich hätte auf BC gehen. Auf BC... auf die peitschende Weide gehen sollen, ist die Frage, ob er jetzt halt dann auswechselt. Wieder. Dann machen wir es so. Ich mache jetzt diesmal nicht Schlafpuder, sondern direkt Sonntag. Damit ich nachher auch, ne, ein bisschen schnell bin. Falls er auswechselt. Ja, er wechselt aus. Chimli, den hatten wir noch nicht. Oh, ein Potrot. Der ist aber auch süß und shiny. Aber ich glaube, Potrot war generell auch langsam. Aber ich wüsste es nicht. Ich habe nie mit dem Teil gespielt. Keine Ahnung auch, was das für Attacken hat. Ich mache jetzt erst einen Schlafpuder. Ist mir irgendwie sicherer. Wer weiß, ob Solarstrahl killt, ne? Ja, er schläft. Perfekt. Potrot erinnert mich immer irgendwie an diese komischen Vasenbehälter, die sie da in China, Japan haben. Ich weiß nicht, wie die heißen. Bei Inuyasha kommen die ganz oft vor, dann sind da so Geister drinnen und so. Das erinnert mich immer voll an die. So, dann schauen wir mal. Aha. Okay. Tja, ne? Ach du Scheiße, also was mache ich jetzt? Auswechseln? So wird's ja nichts. Ich meine, ich kann weiter auf Solarstrahl gehen. Und dann wieder Schlafpuder. Was habe ich sonst noch so?
meine Lady und Toxie. Und beide greifen speziell an. Der hat vielleicht hohe Spezialverteidigung. Beide haben nur spezielle Attacken. Dann wird es nicht viel bringen. Ja, komm dann. Na, ich weiß nicht. Bleibe ich drin? Und muss Acht geben, wann das wieder vorbei ist mit der Sonne. Krass, mit einem Solarstrahl einfach so. Aha. Oh oh. Das Potrot ist gefährlich. Aber es konnte sich immerhin nicht viel heilen jetzt. Da haben wir noch eine Runde. Also einmal kann ich noch machen. Oder ich mache lieber Schlafpuder. Das ist zwar ein bisschen, ne, so Hinauszöger-Taktik. Bin ich eigentlich kein Fan davon. Aber ich glaube nicht, dass ich mit der Lady oder mit dem Toxi besser dran wäre. Glaube ich einfach nicht. So, dann gibt es jetzt wieder. Vergifte ich mit dem? Eventuell. Ja, das eventuell ist immer so, ne? Ja, und die Überreste, ne? Das ist schon eine Sache, du. Oh mein Gott. Aber eben, ich glaube nicht, dass es mir groß was bringt, auszuwechseln. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wieso ich Potrot so nichts an Schaden mache. Hat der so hohe Spezialverteidigung? Nehme ich mal an. Ne, einfach, dass der hohe Spezialverteidigung hat. Aber jetzt habe ich halt keinen Angreifer mehr dabei. Nur noch auf Spitz. Shit, das ist ja gar nicht gut hier. Ich hätte bei meinem Macho vorher wirklich einfach, ne, auswechseln sollen. Aber ja, du. Ne, im Nachhinein ist man immer schlauer. So, und was macht jetzt dieses Klebenetz? Ah. Also wenn ich jetzt auswechsel, dann wird dann von dem Pokémon die Initiative gesenkt. Okay, noch ein Grund, nicht auszuwechseln. Ach, das ist zäh, du. Jetzt ballert er die Tarnsteine raus. So. Einmal kann ich noch Solarstrahl. Dann gibt es wieder einen Schlaf und einen Sonnenschein. Oder er wechselt aus. Maybe. Ja, dachte ich mir jetzt so lange am Überlegen. Das wird wohl auswechseln sein und nicht Attacke. Oh, ein shiny Pipi. Pixie. Ja, ne, macht nicht gerade viel mehr Schaden. So, Sonne ist weg. Dann gehe ich jetzt direkt auf einen Sonntag und dann auf eine Matschbombe. Die killt sicher. Hoffe ich mal. Nicht, dass er wieder auswechselt. Er kann davon. Oh, eine Donnerwelle. Okay, das war sein Plan. Ja, dann ist, ne, das Doppelte von der Initiative vom Sonne gerade wieder weg. Shit, ich hätte direkt auf die Matschbombe gehen sollen.
Aber wir können angreifen und wir wollen ihn nicht. Jo, ich hätte wirklich direkt auf Matschbombe, dann wäre er jetzt weg gewesen. Aber wir wären nicht schneller gewesen, wahrscheinlich dann durch die Paralyse. Ne? So sind wir jetzt halt immer noch schneller. Jo, jetzt ist es down. Nein, nicht mal! What? Es überlebt? Nein! Nein! Bitte nicht! Oh, ich muss Schlafpuder tun, sonst macht sie das nachher wieder. Boah, was habe ich für ein Glück, dass ich bis jetzt noch nie paralysiert wurde. Immerhin macht sie nicht viel Schaden, ne? Oh oh, ich habe so knistern gesehen, jetzt kommt sie, die Paralyse. Jetzt kommt sie. Das ist so scheiße mit denen, dass man nur 20 Minuten Kampfzeit hat. Das ist so nervig. Warum können sie das nicht offen lassen, dass man so lang kämpfen kann, bis es wirklich vorbei ist? Ne? Und so steht man ein bisschen unter Zeitdruck, was dann auch wieder bedeutet, ja, dass man halt doch probiert, irgendwie schneller zu kämpfen, weil ja diese 20 Minuten da sind. Ich sehe schon, wir haben, glaube ich, noch 5 Minuten circa. Ja, ne, Potrot, da sind wir wieder. Da sind... Nein. The Midnight. Dem hätte ein Schlafpuder auch gut getan. Aber ein Solarstrahl tut dem auch gut. Voll, warum bringt er den rein? Sicher was im Sinn, aber wir greifen einfach an. Nee, er attackt. Oh, macht er schönen Schaden. Aber den Solarstrahl wird er nicht überleben. Außer er hat Fokusgurt oder so. Er hat sicher einen Walschal. Oh, er überlebt. Ich glaube, der hat einen Walschal. Steinkante wieder. Könnte sein, aber auch, weil er weiß, es macht krass Schaden. Ja, das war's dann gleich mal, ne? Mit der Peitschen dann beide. Oh, noch 3 Minuten, nein! Wieso immer dieses Zeitding? Das ist so stressig. Wieso sie das machen mussten? Oder sie hätten einem ja die Option lassen können, wenn man sagt, okay, man will das machen, damit nicht einer hinauszögert und vielleicht, keine Ahnung, die Zeit nutzt, um zu googeln oder so, was er jetzt am besten machen soll, was, keine Ahnung, was, ne? Boah, ein Gigadynamax sieht ja schon geil aus. Aber man hätte einem wenigstens die Option lassen können, dass du das einstellen kannst bei den Regeln. Ne, dass man einstellt, wir machen 20 Minuten, wir machen eine halbe Stunde, wir machen eine Stunde oder wir machen unendlich. Oh my goodness, nein. Nein, ich habe den Angriff von ihm überlebt in der Gigadyna. Oh mein Gott, jetzt ist er down. Hoffe ich doch mal. Ja. Oh mein Gott, ich habe den Angriff einfach überlebt. Ja, es war nicht sehr effektiv, ne? Aber trotzdem, in der Gigadyna. Gigadynamax. Naja, hä? Das, okay. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich noch so weit komme. So, am Anfang des Battles, ne? Sah es eher so aus, als würde ich, maybe, wenn ich Glück habe, eins seiner Pokémon besiegen. Haben wir noch Sonne? Wir haben noch eine Runde Sonne. Yep. Na, mein lieber Freund.
Oh, aber er ist schneller wegen der Paralyse. Gut, das war's dann. Mit der Peitsche. Ja, dann gehen wir direkt auf Toxi. Eine Minute noch. Oh no, wieso denn bloß? Ah, das Klebenetz gilt auch jetzt. Ich dachte nur, wenn ich richtig auswechsel und nicht, ne, wenn ich ein neues Pokémon normal reinrufe. Aber er ist schneller und er trifft mit der Hydropumpe. Und ich überlebe. Ja. Schade, ne? Der Initiative, was er mir da geklaut hat sozusagen, hat gerade ausgereicht, dass der schneller war. 20 Sekunden! No! Oh man, das ist so gemein mit der Zeit. Ja, na. Oh, ich hätte mal. Ja. Ich hätte die Matschbombe machen müssen, aber ist sowieso. Ja, ne? Schade mit der Zeit. Das ist wirklich schade. Oh, aber er kann noch das Pokémon. Können wir noch was machen? Oh, wir haben noch Zeit. Okay. Ich weiß zwar nicht wieso, aber okay. Ah, nee, jetzt ist es vorbei. Ja, Sora bzw. Nils, ne, war ein sehr, sehr nices Battle. Vor allem mein Bisasflor hat echt was gerissen. Also ich hätte nicht erwartet, dass ich noch so viel von dir down mache, dass ich jetzt sogar ja, noch gewinne am Schluss. Ich dachte am Anfang so, oh mein Gott, ich komme an deinen Leader-Pokémon nicht mal vorbei, so an den ersten 1-2. Ja, da hat sich das Blatt nochmal krass gewendet. Hätte ich nicht gedacht. Ja, war auf jeden Fall ein mega nice Battle, Nils. Vielen Dank fürs Mitmachen, ne? Euch anderen vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.